Servus. Hallo. Rat's einmal, wo wir jetzt sind. Steht in der Videobeschreibung. Nicht am Gürtel in Wien. Obwohl der auch so viel Verkehr ist. Nein, wir sind heute auf einem Sprung im Wasser. Wir waren wieder in Oberösterreich unser Wohnmobil reparieren lassen. Und jetzt schauen wir uns ja mal Wasser an. Johannes Zetterohr. Doch nicht vom Vincent. Schade. Auf die Zechelspitze, der hat es Luft gekriegt. Zur Blauen Donau. Ja, wir haben es geschafft. Was? Haben wir einen Plan gehabt? Ich hab Eis gekriegt. Also. Wir haben ihn gefunden. Den Passauer Dom. Wir sehen das Licht am Ende des Tunnels. Was haben wir echt nicht gut bei dir? Da habe ich gar keinen Keks angegessen. Schön. Das ist der Inn übrigens. Nicht die Donau? Nein, das weiß ich deshalb, weil da vorne ein Wegweiser war. Inn. Keksel wollte ich. Scheiße, Zettel habe ich gekriegt. Angekommen am Dreiflüsse-Eck. Also das ist der Inn, die Donau und die Ilz. Es gibt aber auch noch Einhörner. Kommt dort. Ah ja, genau. Schau, da kommt ein die Einhorn. Ilz. Das letzte Einhorn ist im Passau. Haben wir auch gefunden. Ah,
Das ist dort hinten Ilzbrücke. Wir stehen genau. Auf dem Standplatz Ilzbrücke. Dort hinten klar. Kommt die Ilz. Oder der Ilz? Die Ilz. Die Donau. Der Ilz. Blöd. Warum ist das so? Genau. Das können Sie uns in die Kommentare schreiben. Das hätte dich heute das einmal interessiert. Ja, genau. Das ist ja eigentlich der Fluss. Warum heißt es dann die Donau? Oder die Ilz. Genau. Man weiß und der Ilz. Wir waren im Passau. Wir waren im Passau, ja, genau. War ja. Wirklich ja eine schöne Stadt, wurde uns empfohlen, hat uns gut gefallen. Dann waren wir in. Warte mal, im Passau haben wir übernachtet auf der Ilzbrücken, am Stellplatz Ilzbrücke. Der war komplett überfüllt, der Parkplatz. Da sind schon zweiter Spur gestanden. Was war denn eigentlich unser Ziel nach Passau? Wir wollten nach Gmünd in die Sohle-Felsentherme. Ja, dort waren wir letzte Nacht. Ja. Also, dazwischen waren wir noch in Bad Leonfeld. In Bad Leonfelden. Felden. Da haben wir Mittagessen. Dann sind wir weitergefahren nach Freistadt. Freistadt hat uns so gut gefallen. Ja. Dort war es schön. Ja, hast ein bisschen wie in Nizza. Ja. Das hat ein bisschen was von Nizza. Ein bisschen, nein, also nein, es war wirklich vom Wetter her was traumhaft. Und jetzt ist unser Ziel eigentlich in Homkazü. Wir sind jetzt in der Nähe von Zwettl. Und jetzt suchen wir die Orte der Kraft. Erlebnispfad Praia-Quelle am Scheideweg, Wasserscheide, Orte der Kraft. Sollte man nachher nicht mehr filmen. Jetzt wollten wir wieder mal Pfirte sagen für dieses Wochenende. War wirklich, dass das nur Wochenende war, waren wir urlang, haben wir auch viel gesehen. Mhm. Sehr zu empfehlen ist diese Therme, die Sohle-Therme in Gmünd. Wirklich, 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 wirklich schön. Ja. Baba, vielleicht bis zum nächsten Video. Das heißt vielleicht, sicher machen wir noch ein Video. Dann sage ich auch Servus. Wenn meine Frau Servus sagt, sage ich auch Servus. Gut. Beschäftigungstherapie für Kinder, glaube ich. Auch für 53-Jährige. So kriegt man auch seine Schritte zusammen. Hallo? Hallo? Den Kopf reinhalten. Mhm, klar. Dummen, die spürst du bis in die Zehenspitzen. Geht euch. Baba.